Schnellzeit TV. Badum. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Euro Truck Simulator. Nachdem ich schon mal gerade gefailt habe, weil ich habe die Aufnahme gestartet, aber kein Bild aufgenommen. Tja, meine Intelligenz halt, ne? Aber na gut, ich habe wieder einen Anhänger ausgesucht, diesmal etwas länger, aber dafür leer, leider. Das Problem ist, dass man hier in der Umgebung leider immer nur sehr schwer etwas findet, da Jönköping etwas klein ist. Und oh, ich sehe gerade, die Handbremse ist an. Ne, jetzt ist er an. Warum hat der mir das Handbremsensymbol gegeben? Keine Ahnung. So. Da haben wir auch schon unseren Anhänger. Da. Mir ist immer ganz wichtig, dass da viel Blinklichter drauf herum sind. Da kommt halt das Kind in mir hervor. Na eben. Wir bleiben. Wir fahren da professionell heran. Koppeln den an. Ich glaube nicht, dass Advanced Coupling, also erweitertes Kuppeln oder wie das auf Deutsch so schön heißt, schon für die gemodderten Trailer verfügbar ist. So, jetzt hat das. Oh, die Rundumleuchte habe ich vergessen. Jetzt aber. Weil hier der Anhänger hat auch eine. Wir fahren mit diesem Anhänger nach. Moment, Island, wenn ich das richtig weiß. Jawoll, nach Reyðarfjörður. Oder keine Ahnung. So irgendwas. Irgendwas in der Richtung. Naja, dann fahren wir mal los. Oh je, dann haben wir wieder Buggy-Lampe. Naja, egal. Ich hätte mich schon gerade so aufregen können über meinen Fail, aber na gut. Na gut, alles nochmal gut gegangen. Ich habe es rechtzeitig gemerkt. Ich habe es rechtzeitig gemerkt. So. Fahren wir jetzt am Anfang noch über dieses kleine Sträßchen, bevor es davon auf die große Hauptstraße geht. Ich weiß jetzt überhaupt nicht, wohin wir fahren. Ich glaube, wir fahren Göteborg. Dann fahren wir nach Aarhus oder wie das heißt. Aalborg oder sowas. Gibt's das? Ich weiß nur, dass das oben im Norden liegt, aber ich weiß jetzt nicht, ob das genau die Stadt ist, zu der wir fahren. Das da wird knapp. Ja, genau. Fahr einfach noch näher dran, damit ich noch weniger Platz habe zum Drehen. Danke, 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 danke. Oh, da steht eine Radarfalle. Lol. Habe ich gar nicht gesehen. Vorhin, als ich. Also, wir kamen ja auch nicht darüber. Ah, hier ist 80. Hier ist 80. Ich darf Gas geben. Ich darf Gas geben. Wir müssen noch tanken, sehe ich gerade. Ich habe nur noch 240 Kilometer im Tank. Müssen wir das auch noch irgendwann machen. Nächste Tankstelle ist unser. Ah, wow. Für so ein Ding wird dann hier umgebaut auf. Oh meine Güte. Die verschiedenen Ministerien, ich sag's euch. Und falls ihr bei einem Ministerium arbeiten sollt, Schande über euch. Ganz ehrlich. Ich hoffe, ihr hört das Klicken meiner Tastatur nicht so sehr. Also, es ist eine mechanische Tastatur und ich habe beim Schneiden des letzten Videos manchmal so ein bisschen Klicken gehört. Ich hoffe, das stört euch nicht allzu sehr. Zumal ich belabere euch ja sowieso die ganze Zeit. So, oh, Tankstelle. Wie gerufen kommst du? Du kommst wie gerufen. Abfahren. Blinker. Auf Luxemburgisch heißt Blinker Winker. Deshalb sage ich immer Winker raussetzen. Aber es ist der Blinker auf Deutsch. Oder wie sagt man so schön auf Beamtendeutsch? Richtungsfahran. Nee. Nee, wie heißt das nochmal? Boah, mein Fahrlehrer hat das mal gesagt. Richtungsfahranweiser. Nee, so irgendwas. Ja. Müssen wir. Der Sprit ist verdammt teuer. Ich glaube, das reicht. Ich weiß, wundert euch nicht über meinen Kontostand. Ja, das ist ganz normal, da das hier mein Mod-Profil ist. Da habe ich alle meine Mods installiert. Ich fahre noch ein anderes Profil, aber da ist kein einziger Mod installiert. Und ich finde aber mit Mods fahren viel interessanter.
Aber dadurch, dass ganz im Modden das Spiel des öfteren mal abstürzt, vorhin ist mir das nämlich gerade passiert, deshalb hat das Aufnahmeprogramm auch nicht sauber aufgenommen. Da ist deshalb, dann geht mir einfach immer verdammt viel Geld verloren. Und jo, dann ist das immer ein bisschen einfacher, wenn man nämlich einfach ein bisschen mehr Geld hat. Und macht auch ganz viel Spaß zum Rumexperimentieren. Punkto Map Mods habe ich im Moment jetzt Pro Mods installiert, also Skandinavien Erweiterung praktisch, die kostenlose, also ehemalige kostenlose Skandinavien Erweiterung. Entschuldigt mich gerade, ich setze einfach, ich werde da einen Cut reinsetzen, aber mein Telefon hat gerade geklingelt und das war wichtig. Und aber anstatt dass ich einfach auf Escape drücke und dass nichts passiert, mache ich eine Vollbremsung. Ja, das kommt davon. Also mein Handy hat so vibriert und das war ein wichtiger Anruf. Und ja. Einfach diese äußeren Einflüsse immer. Tja. Natürlich bin ich so genial und habe auch wieder gerade vergessen, was ich am Erzählen war. Aber, naja. Ich glaube, wir haben einen kleinen Stau verursacht, oder? Naja, geht. Geht. Ich habe aber gerade einen LKW hupen gehört. So. So, jetzt, ja, es geht. Na, ah, je. Jetzt. Naja, normalerweise finden meine Finger automatisch WASD, aber gestern hatte ich auch schon einmal das Problem, dass ich abgerutscht. Also, ne, da bin ich abgerutscht. Ne. Ja. Wenn man andere Sachen im Kopf hat. Aber man soll ja nicht andere Sachen im Kopf haben. Das Spiel soll einen ja zum Entspannen dienen. Da kann ich manchmal so aggressiv werden, aber na gut. Ich sage jetzt mal nix. Okay. Wir fahren jetzt einfach ganz entspannt weiter hinter diesem Bus, ganz gechillt. So, können wir überholen? Ja, wir können. Steht nirgends irgendwo LKW-Überholverbot. Sag jetzt nicht, du fährst jetzt genauso schnell wie wir. Boah, ich hasse das auch immer auf der Autobahn. Weißt du, dann setzt du zum Überholen an und dann fährt er wieder schneller. Boah, meine Güte. Es ist 80, auch für dich. Ich fahre 80, Kollege. Ich fahre sogar 81. Und steht hier vorne bitte Radarfalle. Nö. Jetzt steht nur, dass wir auf Stadtgebiet der Stadt Göteborg. Wow, gut gemacht, Karl. Das ist echt super. Dein Deutsch, ey. Die Crème de la Crème. So, lässt uns jetzt überholen und lässt uns nicht überholen. Oh, anscheinend noch nicht. Kann hier rüber. Yep. Stimmt, ich habe gerade getankt. So, was noch? Ja. Da vorne müssen wir schon mal abfahren. Da vorne müssen wir schon mal abfahren. Jetzt bremst du auch noch, boah, meine Güte. Ah je, du Busfahrer, ey. Ah, wirklich, du Busfahrer. So, Passat, gib Gas. Ich will rüber. Jetzt aber. Da sind wir, Göteborg. Ich sehe dich. Göteborg, ich sehe dich. Göteborg, ich sehe dich. Göteborg, ich sehe dich kommen. Komm, fahr durch. Bitte fahr durch. Bleib jetzt nicht. Oh, natürlich bleibt er stehen. What? Hardcore vordrücken. Ja, haben wir auch gerade gemacht. Rechte Spur. Ich kann nichts dafür, wenn die schneller geht. Ich fahre maximal meine 70. Auch wenn rechts überholen verboten ist, es ist Rechtsfahrgebot, auch in Schweden. Und wenn man sich schlicht an das Rechtsfahrgebot hält,
So, und da unten geht's nach links. Nach links. So. Na komm, schalt um. Jetzt bitte umschalten. Oh, natürlich nicht. Allein, ach, wie praktisch. Schweden, ich liebe dich. Du denkst an die Autofahrer, die nicht immer den Kopf verrenken wollen, um was sehen zu können. Da dürfte aber auch nicht sein, dass ich grün bekomme. Hey, danke. Dann war mal freundlich, aber echt. Was geht's hier rein? Hier rein. Hopp, hopp. Hier ist aber Vorfahrt. Glück gehabt. So, hoho. Nach rechts. Oh. Ich muss einmal weiter drehen. So. Wow. Bleib hier im ersten Meter davor stehen. So, nach Frederikshavn. So, und wir fahren jetzt hier nicht weit, das weiß ich. Licht an. Ne, war ja noch alles auf dem Hafengebiet. Alles safe. Alles safe. So, jetzt hier nach rechts. Was ist hier? Oh, 130, 80 außer Ort. Boah, wie darf man hier nur 80 fahren? Ich bin mal gespannt, ob Eurotruck darauf reagiert, denn auch punkto wie heißt's? Punkto Zollkontrolle zwischen England und im europäischen Festland, wenn jetzt der Brexit soweit ist, ob da was auf der Map geändert wird. Okay, da habe ich die Kurve gerade ein bisschen weit geholt. Aber ich bin aber auf der linken Spur davon, muss hier nach links. Das wäre interessant. Weil, wenn man ja auch so zum Beispiel zwischen Norwegen und Russland fährt, muss man ja auch durch Grenzkontrollen. Also einmal auf der norwegischen Seite und einmal auf der russischen Seite. Und ob sowas dann auch zwischen Großbritannien und dem restlichen europäischen Festland kommt, wäre ganz mal ganz interessant zu sehen, respektive zu erfahren. So, jetzt kommt wieder ein Kreisverkehr. Einmal. Naja, so lang sind wir jetzt auch wieder rum, nicht? Es ist ja immer diese mehrachsigen Gespanne haben durch. Bei einer etwas höheren Geschwindigkeit können die nicht gerade so schnell eng einlenken, wie wenn man jetzt nur mit einer Lenkachse fährt. Die brauchen immer einen Ticken länger. Weil er auch eigentlich mehr Länge am Fahrzeug hängt. Also jetzt nicht, dass mehr Länge schlecht ist. Mehr Länge ist praktisch immer gut. Aber, jo. Naja, ich höre jetzt einfach auf mit Sprechen. Das ist jetzt, naja. Sindal. Habe ich noch nie was von. Hirtshals hieß es. Nicht Aarhus oder sowas. Aarhus gibt es aber auch irgendwo. Aber Hirtshals. 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 Wo das wohl kommt. Kommt das vielleicht von. Dort haben früher Hirten gelebt. Die mit langen Hälsen. Wie eine Giraffe. Müsst ihr euch die vorstellen. Das ist einfach. Die hatten einfach. Die sahen einfach wie eine Giraffe aus. Nur ein alter Mensch. Ich habe keine Ahnung. Glaubt bloß nicht, was ich euch erzähle. So. Die sahen vielleicht aus wie Lamas. Lamas haben ja auch einen langen Hals. Das ist es. Das ist es. Das waren Lamas. Hirtshals, die Heimat der Lamas. So, jetzt fahren wir mal wieder ein bisschen zügig auf dieser langen Geraden. Boah, ich habe noch nie irgendeinen gesehen in einem Hafengebiet, sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten. Weder Hamburg noch Bremen. Die LKW-Fahrer, die Container von den Schiffen bringen, also. Wenn das vorausgesetzt ist, sind so LKW-Anhänger. Die düsen immer mit ihren LKWs, das glaubt er nicht. Ah, Geschwindigkeitsbegrenzung aufgeben. Oh je. Hier finde ich, hätten sie das Hafengebiet etwas weiter, dass man wenigstens bis vorne zur Kaimauer hätte fahren können, machen können. Das da ist unsers. Unsers! So. Bitte jetzt Island Computer nicht abstürzen. Respektive Eurotruck nicht abstürzen.
Weil das mir letztes Mal passiert. Hey, hat funktioniert. So. Zack, zack, zack. So. Dann wollen wir mal. Hier die Strecke kenne ich relativ gut. Hey, ein Fußgänger. Können wir den überfahren? Nö. Nee, den habe ich schon mal probiert. Nee, die verschwinden dann. Das ist leider so. Aber ja, gut. Ich glaube, das wisst ihr auch schon. Aber man soll schließlich nichts unversucht lassen, was man schon immer mal probieren wollte. Im Spiel. Im Spiel. Nicht in der Realität, im Spiel. Oh, keine Schneemobile. Na gut, da haben wir aber Glück gehabt. Haben wir echt Glück gehabt. Boah, hier vorne diese kleinen Hoppeldinger da. Die müsste es eigentlich auch hier in jeder Or also vor jeder größeren Ortseinfahrt geben. Damit bremst man Verkehr aus. Und nicht mit so einer kleinen Insel, Verkehrsinsel in der Mitte. Da wo sowieso jeder die Kurve schneidet, um da schneller durchzukommen. Sowas bringt Verkehrsverlangsamung, weil darauf macht man sich die Stoßdämpfer kaputt, wenn man da drüber zu schnell fährt. Ja, die Isländer sind schon ein verrücktes Völkchen. Ich mag sie aber. Allein schon, wer Elfen und Gnomen durch Gesetz schützt, das sind mal sympathische Typen. So, ho, ho. Ja, hier ist ein bisschen glatt auf der Straße, denn ich kann lenken und der LKW lenkt nicht mit. Ich habe dann eine Mod installiert, dass in den Schneegebieten das durchaus mal passieren kann. Durchdrehen ist Gott sei Dank hier in der Steigung noch nicht so der Fall. Dafür hinten aber bei Akurieri, gibt's das? Akurieri? Ja. Akuyeri. Doch, ich glaube, das heißt Akuyeri. Dort kann man auch mal U-Tisch drehen. Dort haben sie die Fahrbahnoberfläche verändert. Also Pro-Mod, die Modder von Pro-Mod. Und das haben sie eigentlich ganz gut gemacht. Von mir aus hätten sie das auch können auf mehreren Stellen machen, aber ich glaube dann mal, dass das sehr viel Arbeit ist. Hier bin ich immer ganz froh, wenn nicht gerade so viel Verkehr entgegenkommt. Weil hier mit der Anhänger immer sehr die Kurve schneidet. So. Ja, hier lasse ich meinen Berg runterrollen. Man will ja sparsam fahren. Und ja, wie ich sehe, wir haben den Durchschnittsverbrauch schon runtergefahren. Toll. So. Hier ist 50. Eigentlich total unrealistisch. Wer hier 50 fährt. Also ich fahre ja nie 50. Ich fahre das nur für euch 50. Weil hier vorne der Bremsweg ist ausreichend. Na gut, wenn es glatt wäre, jetzt nicht gerade so, aber. Da, Akureyri. Akureyri. Akureyri? Akureyri. Das da ist obere, mit der 1, mit 266. Ne, das Schild musste dran glauben. Sorry. So, und jetzt hier vorne. Oh, da steht er immer. Der geht nicht drüber. So, jetzt geht's nach. Jetzt noch. Laut dem sind es 33 Kilometer laut Schild. Laut Navi sind es noch 29. Wem man da wohl glauben soll. Müssen wir kurz stehen bleiben, voll einschlagen und dann rum. Ah, das Schild hat nicht dran glauben müssen. Entschuldigung, dass ich wieder kurz hin und her geschaltet habe, aber ich hatte wieder gerade diesen einen Soundbug. So. Boah, aktueller Verbrauch war gerade bei 143 Liter, alter Falter. Was kostet hier der Sprit? Zu teuer. Ernsthaft. 1,83. Alter Falter. Ich glaube, das ist auch eine andere Währung. Oder haben die Euro? Ne, die haben kein Euro. Island hat kein Euro. Weil ich wollte jetzt gerade sagen, 1,83 für Sprit ist verdammt teuer. Die müssen eine andere Währung haben, anders kann ich mir das nicht erklären. Wir müssen mal wieder mit dem LKW nach Luxemburg fahren, dort ist günstig. Oder nach Russland, dort ist noch günstiger.
Aber Russland ist mal so ein Stückchen weit weg von Zentraleuropa. Da liegt Luxemburg etwas besser. Aber jeder tut halt, was er kann, ne? Jeder tut, was er kann. So, jetzt sind wir auch schon gleich da. Und wie wir gleich da sind, da sind, da sind. Da 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 la 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 la. So, nach links auf der Hauptverkehrskreuzung in Reje-Wolfführung. Hoppa. Ich weiß nicht, warum ich in der letzten Zeit so oft zum Stehen komme. Passiert mir normalerweise nicht. Das muss die Aufregung sein. Oh. Jetzt werde ich ganz rot. Nee. Erster, merken meine Augen so langsam, dass das ganze Geblinke auf die Eier geht. Aber gut. Na gut. Ich gebe kein Gas und der macht fährt schneller als ich. Eigentlich wäre das ein Fall für den Retarder. Aber ich habe keinen hier auf dem LKW. Von daher. Tja, dann eben nicht, ne? So. Sauber. Dann wollen wir da hinten einmal hinfahren, 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 einmal hinfahren, einmal hinfahren. So, hoppa, sauber! Da sind wir. Ausgezeichnet! So muss das sein. So muss das sein. So, ich würde sagen, hier endet diese Folge auch schon leider wieder. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen und entschuldige mich vielmals für diesen Fail in der Mitte. Ich versuche einfach einen Schnitt drüber zu setzen. Und jo, ich hoffe euch das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen. Bis dann. Tschüss.